da laufen wir Richtung Dorf. Fast ohne Umwege. Abgesehen davon, dass wir Gegner töten, natürlich. Gegner müssen tot. Irgendwann ist es auch nicht mehr so schlimm. Dann werde ich die Gegner wahrscheinlich auch nicht mehr jeden töten, aber jetzt gerade ist das noch recht sinnig. Auch wenn Level 20 glaube ich schon ziemlich gut ist, so an sich. So, da geht's nicht weiter. Sackgasse, ja. Takes more than that. Okidoki. Na, komm schon. Alle bewusstlos. Takes more than that. Kann ich erstmal hier ein bisschen Heal machen. Waffenstufe, ja, endlich. Oh Gott. Takes more than that. Das ist gut, kann ich jetzt diesen dürseligen Bogen ablegen. So, jetzt müssen wir noch gucken. 2 von 3, 3 von 3. Das brauche ich hier noch. 3 von 3, 3 von 3, 3 von 3. Wurfspeer und die. Der. Boomerang. Boomerang ist zwar auch nicht meins, aber nun gut. So, hier haben wir die Höhle. Da müssen wir jetzt erstmal rein. Oh, diese scheiß Viecher. Die ließen sich auch voll schwer drin. Oder eine gute Panzerung, ich weiß nicht mehr, eins von beiden. Und nachschlagen. Olle Eule heiz. Stufe 21, guck, so, muss ich jetzt mal eben auf Axt und Switch. Pack. Weiter geht's. Oh, da sind wir schon da. Willkommen in Matango. Also es heißt nicht mehr Trüffeldorf, sondern Matango. Im Gegensatz zu unseren Cousins, den sind hier ein vielfältiger Stamm. Alles klar. Wir sind einfach nicht gemacht fürs Kämpfen. Keine Chance, dass wir die Monster in der Höhle im Norden besiegen. Der Trüffelkönig ist bestimmt gewillt, euch zu helfen. Aha. Matango heißt Hallo in unserer Sprache. Denn die Bäume des Waldes sind unruhig in letzter Zeit. Ist das ein böses Omen? Ognatam heißt auch Wiedersehen. Okay. Dann könnt ihr aufhören. Ihr zieht doch nicht schon wieder weiter, oder? Oh. Nee, ist so nicht geplant. Erstmal muss ich mich umgucken. Wir sind einfach nicht bereit. Ah, der andere hat dasselbe. Das ist Schloss Champions. Das Haus ist drin. Ah, das ist Schloss. Also, klingt irgendwie falsch. Ja, der Trüffelkönig ist gewillt und safe. Warten wir es ab. Jetzt gehen wir erstmal shoppen. Welcome. Welcome. Das sieht gut aus. Kopf mir einfach dreimal. Kopf mir also keinen Platz mehr. Der ist hin. Okay, runter, Overrun. 1, 2. Kein Platz. Heißt. Ah ne, ich glaube, die habe ich schon gekauft. Egal. Die beiden müssen weniger. Anything else? Warum habe ich dafür keinen Platz mehr? Könnte man nur begrenzt ausrüsten, wahrscheinlich. Hier, da, Helmchen. Sind die wieder richtig Premium?
Alter. Was ist da? Overroy noch kaufen? Und ein Armband, glaube ich. Das wollte ich nicht. Oh, davon habe ich sogar vier. Na gut, ein Overall und ja, so ein Ding und ein so ein Armband. Ja, aber da muss ich vielleicht erstmal verkaufen. Das machen wir doch direkt mal. Alles weg. Muss ich das falsch gekauft? Schleifchen. Anything so, helping? Perfekt. Come again. Ah, nein. Ich wollte doch kaufen. Welcome. Eine Thing aus. So, jetzt hier. Da brauche ich noch einen und da noch einen. Richtig? Oder darf ich zwei? Oh, Mist. Einfach instant schon wieder vergessen. Anything else? Come again. Also. Ne, ich brauche noch kein Overroll. Okay. Das Ding kriegt ein Overroll. Und. Ah, mein Ding. Ich brauche nur noch ein Overworld, das ist gut. Welcome! Overworld. Anything else? Nein. Anything else? Ja, verkaufen wir den Rest hier. Das kann weg, den nicht behalten. Kann ich den hier jetzt kaufen? Ja, das ist echt tatsächlich. Das ist ja auch gemein. Anything okay. else? Nein. Come again! Ja. So, dann. Das mal an. Overall, alles klar. Hätten wir auch direkt schon wieder neue Rüstung. Sehr schön. Hi, da ist Bertie. Oder was? Euer ganze Zeit gelassen, aber ich wusste, dass ihr hier vorbeikommen würdet. Selbstredend. Habe ich überhaupt einen neuen Orb? So. Der König ist in seinem Gebiet. Ab hier wird es gefährlich. Braucht die Erlaubnis des Königs. Okay. Und die kann ich erstmal aufs Ohr hauen. Das machen wir auch eben ganz schnell. Und dann gehen wir zum König, würde ich sagen. Speichern werden wir natürlich auch. So. Auf zum König. Schwupp. Wow. Glaubt man's? Ich habe oben in den Bergen einen weißen Drachen gesehen. Dabei dachte ich, die seien ausgestorben. Haha. Das heißt, unsere Vorfahren konnten einst auf Kreaturen durch die Lüfte reiten. Sowas wie weiße Drachen. Ich dachte eigentlich, die seien ausgestorben. Aber gerade gestern wurde in einer Höhle im Norden so ein weißer Drache gesehen. König Truffel hat ja die Nachfolge des verstorbenen Königs übernommen und er macht sich alles hervorragend. War ja durchaus manchmal etwas unbedacht. Ist nicht immer leicht, mit ihm Schritt zu halten. Sicher kennen die Legende. Eine Mana-Bestie hat die Mana-Bestie vom Himmel geholt und die Welt zerstört. Es gab hier früher auch solche Bestien. Nicht ganz wie diese Mana-Bestie, aber immerhin. Manchmal fliegen hier solche dunklen Gestalten durch die Wälder. Hab ich selbst schon gesehen. So. Da bist du ja eigentlich, der Held aus der Legende. Schön, dich zu treffen. Hä? Haha, du musst dich nicht verstellen. Glaubst du etwa, hier bei uns kennt man die Legende nicht?
Ein mächtiger Held, das Schwert in der Hand. Auf dem Rücken des Drachens fliegt er übers Land. Kommen wird er und wird retten die Welt. Na na, das bist doch du. Du und deine Freunde hier, das habe ich sofort erkannt. Und erst gestern hat einer meiner Leute in der Höhle im Norden einen weißen Drachen gegen eine riesige Schlange kämpfen sehen. Wie die Prophezeiung es vorausgesagt hat. Ihr nehmt an, besten gleich den Ausgang rechts im Erdgeschoss, um direkt zu der Höhle zu gelangen. Der Tempel? Ja, ich weiß, wo der ist. Aber laut der Prophezeiung begebt ihr euch erst in die Höhle. Danach sage ich euch, wie ihr zum Tempel kommt. Los, beeilt euch. Moment noch, da fällt mir ein, die Legende besagt auch, dass die Schatztruhe im oberen Stockwerk etwas für euch Helden bereithält. Okay. Gehen wir erstmal nach oben. Eine Schatztruhe. Tada! Ist bestimmt ein Orb drin oder so. Ja, Speerorb. Dann müssen wir nochmal bei ihm bei What's for Mike schauen. Zack. Ja. Speer. Alles klar. Okay, nochmal speichern. Ich geh nochmal speichern. Aber nur speichern. One night is 50. Nö, keine Nacht. Ja. Perfekt. So. Können wir hier direkt wieder raus und auch nicht fehlen, irgendwelche. Kriecher ist träge. Oh boy, Stufe 21. Das finde ich in Ordnung. Prima, Stufe 21. Heule die Igel-Scheiße. Okay. Finde ich ja lustig. Eule-Scheiße. Nee, ich meine Igel-Scheiße, eine Eule, so. Kann man so machen. Okay. Mann, ey.
Aber das muss ich mal eben wegmachen. Das ist sonst gut. Remedy. Ja, komm. Und rüber der Flatsch. Ui, ui, ui. Sache, das ich wüsste gar nicht, dass das Höhlensystem hier noch so lang ist oder so groß ist wie habe ich schon verdrängt. Weg wäre auf jeden Fall eine Sackgasse gewesen, der rechts daneben. Ist natürlich die Frage, wie das mit dem anderen Weg ist, Durchgang. Und ganz rechts war, wo der mich umfittete. Hell ist ja okay, irgendwelche Wubs zu verpassen oder so. Gehe hier jetzt einmal ganz kurz gucken. Hier geht es auf jeden Fall weiter, schätze ich. Wenn wir ganz kurz rüberlaufen zur anderen Stelle. Vielleicht ist das auch eine Sackgasse, dann sei es gut. Was ist das hier? Ja, das ist auch eine Sackgasse. Okay, dann bin ich hier schon zum richtigen Weg gelaufen. Produzierende Gegner sind rein theoretisch relativ praktisch, wenn man Erfahrung sammeln will. Oder Erfahrung sammeln, farmen will. Waffenstufe, Boomerang Stufe 3. Ich glaube, das Viech hat jetzt Stufe 4 Maximum. Wo ist er denn? Da, Boomerang. Ne, 3. Schon 3. Okay, dann kann ich ja die nächste Waffe nehmen. Ist er denn hier die Harpune, würde ich fast behaupten. Ja. Dann machen wir mal einen auf Harpunenpower. Lässt sich auch ein bisschen komisch werfen. Ah!
Ja, ich beende die Folge hier einfach mal. Und in der nächsten Folge schauen wir uns wahrscheinlich den Gegner an und den Rest der Mühle, den Boss, diese Olle Natta, und treffen wahrscheinlich auf den weißen Drachen. Also bis dahin, tschüss.